Willkommen zum, ich glaube, sechsten Teil dieser Videoreihe über die Lagrange- und Hamilton-Funktion. Ich habe erfreulich viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die das offenbar interessiert. Und natürlich klar, dass es nicht mehr unbedingt ein Ein-Stern-Video ist, sondern es sind Dinge, die man meistens in höheren Schulen, also in der Universität vor allem, dann lernt. Aber die Diskussionen haben mir gezeigt, dass das auch ein Bedürfnis war, dass ich da mal darüber spreche, über diese Geschichte. Und es war auch mir eigentlich ein Anliegen, das einmal zu filmen und danach Ihnen so präsentieren zu können. Eine der Fragen möchte ich hier vorlesen und auch beantworten. Kumega hat vorgestern geschrieben, vielen Dank, vielen, vielen Dank für die tolle Videoreihe. Ich habe die Herleitungen sehr gut nachvollziehen können, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, warum Lagrange und Hamilton mir in der klassischen Mechanik weiterhelfen. Welchen Vorteil hat es, wenn ich Lagrange oder Hamilton statt Newton verwende, zum Beispiel im freien Fall oder ein anderes Mechanikproblem zu lösen? Danke schon mal im Voraus. Steht die Frage sehr gut. Ich habe die mir auch immer wieder gestellt im Studium, weil die Probleme, die man so in Stufe Anfängervorlesung im Studium oder auch Fachhochschule löst, das sind Probleme, die man durchaus mit Newton problemlos lösen kann. Newton ist auch nicht im Widerspruch zu diesen Hamilton- oder Lagrange-Theorien, aber es gibt doch vielleicht drei Gründe, warum man diese Theorien von Lagrange und von Hamilton dann auch sinnvoll finden kann, und ich möchte Ihnen diese Gründe aus meiner Sicht mal versuchen zu erklären. Sie können auch, wie gesagt, bei Newton bleiben, also vor allem für einfache mechanische Probleme reicht Newton vollständig. Sie wissen auch, wenn Sie meine Videos ein bisschen verfolgt haben, dass ich sehr viel mit den newtonschen Bewegungsgleichungen mache. Ich simuliere ja auch sehr viel numerisch, selbst mit Excel oder so geht das. Und also auf keinen Fall Newton vernachlässigen. Newton ist oft einfacher. Es ist quasi ein Lösungsweg für relativ einfache mechanische Probleme. Jetzt, wir haben ja gesehen, die newtonschen Gleichungen folgen auch aus den Lagrange-Gleichungen. Und die Idee bei den Lagrange-Gleichungen ist eigentlich eine fast philosophische Idee, dass man nämlich sich irgendwie vorstellt, dass die Abläufe in der Natur irgendeinem allgemeinen Extremalprinzip genügen. Dass irgendeine Größe, eine Art Kennzahl verwendet werden kann, um zu entscheiden, welche Vorgänge in der Natur möglich sind und welche nicht. Und solche Größen kennt man zum Beispiel in Form der Energie. Man weiß, gewisse Dinge finden nur dann statt, wenn die Energie konstant bleibt, die Gesamtenergie. Andere Größen, die so eine Extremalprinzip folgen, sind die Laufzeit eines Lichtstrahls. Sie wissen vielleicht, ich habe das auch schon in Videos erklärt, dass man das Brechungsgesetz auch erklären kann mit dem Fermatschen Prinzip der minimalen Laufzeit für einen Lichtstrahl, und dann kommt man auch genauso auf das Brechungsgesetz, also an der Oberfläche einer durchsichtigen, also Glas zum Beispiel, wie wenn man da das Verfahren nach Huygens nimmt, also mit den Elementarwellen. Also die Frage, ob irgendein allgemeines Grundgesetz hinter solchen Bewegungen steckt, das motiviert wahrscheinlich auch zu dieser Sache, die dann bei Lagrange am Schluss geendet ist, wo man dann sagt, die Wirkung sei minimal auf dem Weg, der dann physikalisch eingenommen wird. Ich muss aber sagen, mir persönlich behagen diese Extremalprinzipien eigentlich nicht so, vor allem für das Arbeiten selbst, weil nehmen wir nochmals das Fermatsche Prinzip bei der Brechung. Also ein Lichtstrahl folgt dabei dem Brechungsgesetz. Und wenn man das jetzt mit den Elementarwellen macht, dann kann man ja sagen, an jedem Ort, wo der Lichtstrahl gerade ist, entscheidet die Umgebung, wie der Lichtstrahl weiterläuft. Und wenn man den Strahl quasi als Richtung der Wellenfront auffasst und dann mit den Elementarwellen diese Fortsetzung auch an einer solchen Trennlinie berechnet, dann kommt man automatisch auch zum Brechungsgesetz. Und da ist eben quasi lokal immer entscheidet der Lichtstrahl, wo er hin will. Und wenn er dann hier startet und hier hin will am Schluss, dann macht er eben diesen Weg, den das Brechungsgesetz vorgibt. Lokal an jedem Ort wird der Lichtstrahl nach diesen Regeln dann weiterlaufen. Jetzt beim Fermatsch-Prinzip geht man quasi davon aus, dass man schon weiß, dass der Strahl hier startet und hier enden muss.
und überlegt dann alle möglichen Wege, die der Strahl dann machen kann. Und derjenige Weg mit der kleinsten Laufzeit ist dann derjenige, der dann auch dem Brechungsgesetz folgt. Aber ich frage mich immer, wie der Lichtstrahl weiß ja nicht, wo er hin will. Also er muss ja dann nachher dieses Optimieren des Lichtweges kann ja der Lichtstrahl nicht machen. Das heißt, die Ursache für die Bewegung oder die Ursache für die Richtung des Strahles ist immer eine lokale Ursache. Man kann nachträglich schon nachprüfen oder verifizieren, dass das auch gleichzeitig diesem Extremalprinzip folgt. Aber für die Bewegung selbst finde ich die lokale Erklärung viel, viel besser. Und so ähnlich ist es auch mit dem Hamilton-Prinzip oder dem Lagrange-Prinzip. Wenn man lokal arbeitet, sagt man immer einen Massenpunkt. Also wir gehen jetzt von der Massenpunktmechanik aus, wie dieses Beispiel, das wir hatten. Der Massenpunkt entscheidet an jedem Ort, wie aktuell gerade die Kräfte sind, und die Beschleunigung des Massenpunkts wird dann von diesen Kräften erzeugt. Also wir haben ja Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Das ist das Newtonsche Prinzip. Und wenn dann der Weg gemacht wird, zum Beispiel beim freien Fall, haben wir gesehen, wie das dann aussieht, dann stellt man nachträglich fest, dass dabei auch die Wirkung am kleinsten war. Und das ist auch so, wie beim Fermatschen Prinzip, eigentlich eine nachträgliche Überprüfung. Und man würde auch da jetzt für die Bewegung selbst nicht unbedingt meiner Meinung nach auf diese Lagrange-Geschichte gehen müssten. Das geht auch ohne. Es geht, wie gesagt, mit dem Newton fast einfacher und irgendwie auch logischer. Von daher also, wie gesagt, fast philosophisch. Man denkt, da reagiert irgendwie etwas oder jemand diese ganzen Bewegungen und die Kennzahl, die diese Entscheidung liefert, ob dann die Bewegung möglich ist oder nicht möglich ist, ist dann eben diese Wirkung. Vielleicht noch ein Wort zur Wirkung selbst. Wirkung ist ja ein komisches Wort an sich schon mal und hat auch die komische Einheit Joule mal Sekunden, also Energie mal Zeit. Und da muss man schon sagen, was soll denn das? Also man kennt ja sehr gut die Einheit Joule pro Sekunde, also Energie pro Zeit. Das ist die Leistung, das ist quasi bei einer Maschine das, was angibt, wie schnell oder wie gut so eine Maschine die Arbeit verrichtet, in welcher Zeit eine Arbeit gemacht wird. Eine große Leistung heißt ein guter Energieumsatz. Energie mal Zeit, also die Wirkung, das ist von daher irgendwie ein komisches Wort. Wieso soll die Wirkung minimal sein bei dem Weg, der eingegangen wird? Und ich hatte mir da, als ich das zum ersten Mal gehört habe, so das vorgestellt. Vielleicht ist es nicht richtig, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Wenn Sie zum Beispiel einen Körper von einer Höhe 0 auf eine Höhe h hochbringen wollen, dann muss man dafür ja Arbeit leisten. Und wenn man die Arbeit gut verrichtet, dann ist die Arbeit gerade das m mal g mal h, was man da also aufgrund der potenziellen Energie dann machen muss, ist die Hubarbeit. Wenn man es schlecht macht, dann macht man vielleicht andere Wege, geht noch hoch und runter und dabei wird die Energie, die man investiert, größer. Vielleicht hat man Reibung im Spiel, vielleicht hat man auch andere Energieformen aktiviert, die man gar nicht will. Also die minimale Energie, die man da investieren muss, oder die minimale Arbeit, die man leisten muss, um diese Höhe zu überwinden, ist m mal g mal h. Das heißt, von der Energie her wäre das der ideale Weg. Eine Kennzahl, die angibt, wie viel Arbeit ich leisten muss, ist dann diese Energie, die der Hubarbeit entspricht, m mal g mal h. Die kann man minimal machen, wenn man genau das diese Hubarbeit leistet. Jetzt kann man das langsam machen, kann das sich einen Monat Zeit nehmen oder man kann das in 2 Sekunden machen. Und wiederum eine Frage, was ist jetzt da eigentlich gut? Und da muss man sagen, gut ist, wenn die Zeit kurz ist, in der das gemacht wird. Das heißt, die Energie, die man investiert und die Zeit, die man dafür braucht, die 2 Zahlen sollten möglichst klein sein, wenn das eine Kennzahl werden soll, die dann die Qualität dieser Hubarbeit beschreibt oder dieser Arbeitsleistung beschreibt. Also Energie mal Zeit soll minimal werden und das ist im Prinzip die Wirkung. So habe ich mir das damals vorgestellt. Das entspricht jetzt mehr so einem 1-Stern-Niveau und nicht 3 Sternen, aber vielleicht gibt es bessere Erklärungen, aber ich habe auch ein bisschen gesucht. Jetzt, ich finde nichts, was, wie gesagt, auch das Wort Wirkung finde ich gar nicht mal so besonders gut. Es ist vielleicht, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, muss ich sehen. Viele dieser Theorien
auch die Quantenmechanik und so, das ist vor allem in Europa entstanden und vor allem im deutschsprachigen Bereich, kann man sagen. Also diese Entdeckungen sind nicht in China, nicht in den USA abgelaufen, sondern sind bei uns abgelaufen. Erst als dann die Leute da aus Europa teilweise vertrieben wurden, aufgrund von den Ereignissen dann in den 40er Jahren, haben dann auch die Amerikaner gute Wissenschaftler bekommen, wie Einstein oder Pauli oder Fermi oder so. Und somit war dann später auch die Entwicklung der, zum Beispiel der Nukleartechnik, vor allem in den USA, vorwärts gegangen. Also das ist der eine Grund, dieses Extremalprinzip, warum man diese Lagrange-Geschichte so interessant findet. Ich finde auch das Phasenraumkonzept, das dahinter steckt, eigentlich ganz interessant. Vor allem, wenn man Teilchen Systeme anschaut. Also nicht nur ein Teilchen, wie das wir das gemacht haben, sondern jetzt ganze Systeme von Teilchen, zum Beispiel in der Thermodynamik. Dann kann man die Entwicklung der Teilchenbahnen im Phasenraum noch weiter verfolgen. Man stellt zum Beispiel fest, dass das Volumen, das Phasenraumvolumen sich zeitlich nicht ändert. Also wenn sich so ein Quadrat, also jetzt in unserem Fall so eine Fläche nimmt und die im Laufe der Zeit anschaut, dann ist es so, dass diese Fläche an sich konstant bleibt, auch wenn sich die Randwerte dann ändern aufgrund der Teilchenbahnen. Wenn Sie da mehr wissen wollen, ist Stichwort Sturm Liouville etwas, was man finden kann. Dann gibt es auch so Sachen wie Poisson-Klammern und so, die mit dem Phasenraum zu tun haben. Also ich finde das Phasenraumkonzept sehr interessant und ja, das liefert dann den theoretischen Physikern auch im Rahmen der Mechanik offenbar neue Ideen für die Physik. Jetzt der zweite Grund, warum man auf diese Hamilton- oder Lagrange-Geschichte gerne zurückgreift, ist das Problem oder die Situation, dass man eben oft kompliziertere Situationen hat, das ist nur diesen Massenpunkt. Ein Beispiel ist das Doppelpendel. Ein Pendel, wo aber unten am unteren Teil des Pendels nochmals ein Pendel hängt. Da kommt man mit den generalisierten Koordinaten weiter. Und wenn man da x und y und so weiter einsetzt, wird das sehr kompliziert, diese Bahn. Man kann aber die Winkel, um die das Pendel schwingt, danach benutzen, um dann mit den beiden Winkeln eigentlich die Bahn oder die möglichen Bahnen zu beschreiben, hat dann also andere Koordinaten, die den unteren Punkt hier beschreiben und kann dann mit den Lagrange oder den Hamilton Ausdrücken auch die Bewegungsgleichungen wieder herleiten, aber eben für diese generalisierten Koordinaten. Auch der Impuls zum Beispiel, der ja dann bei der Hamilton-Funktion benutzt wird, wird aus der Lagrange-Gleichung dann durch Ableiten erhalten. Also der generalisierte Impuls ist nicht immer m mal v, wie wir das jetzt im Massenpunktgesetz hatten, sondern kann auch dann ein allgemeinerer Ausdruck sein. Also bei solchen Problemen, die haben Sie jetzt vielleicht nicht angetroffen in Ihrem Physikunterricht, aber bei solchen Problemen ist offenbar die Lagrange- oder Hamilton Theorie besser geeignet, um die entscheidenden Differentialgleichungen herzuleiten. Ja, und der dritte Grund ist natürlich der, warum ich es jetzt auch gemacht habe, ist, dass man in der Quantenmechanik dann eigentlich vom Hamilton-Prinzip ausgeht. Das Hamilton-Prinzip, ich habe das am Schluss noch gesagt vom Video 5, hat ja auch damit zu tun, dass die Hamilton-Funktion die Energie bedeutet, die Energiefunktion bedeutet und dass Bewegungen auch in der klassischen Mechanik eigentlich so ablaufen, dass die Energie konstant bleibt. Ich kann vielleicht nachher nochmals ein kleines GeoGebra-Beispiel nachschieben, wo man das schön sieht, im Beispiel des freien Falls, dass da die Energie wirklich konstant bleibt. Und man kann dann auch andere Beispiele anschauen, die zum Beispiel der harmonische Oszillator, also eine Feder, Schwingung, wo dann auch mit dem Energieprinzip im Phasenraum sehr schön gezeigt werden kann, was dann möglich ist. Also dieser Weg von der klassischen Mechanik zur Quantenmechanik läuft normalerweise über das Hamilton-Prinzip und zum Beispiel die Hamilton-Funktion, die da zum Hamilton-Operator wird, ist dann quasi das Herz des Zeitentwicklungsoperators, den man dort braucht. So, ich hoffe, ich habe Ihnen da jetzt ein bisschen erklärt, warum Lagrange und Hamilton eben manchmal doch auch hilfreich sind. Ich muss auch sagen, die Newton'sche Mechanik kennt auch mehrere Ausprägungen. Es gibt zum Beispiel das Prinzip der virtuellen Verrückung, die ein bisschen anders funktioniert. Da werden auch Trägheitskräfte manchmal zu echten Kräften gemacht und nicht so, wie ich es normalerweise mache, dass die Trägheitskraft nur eine Scheinkraft ist.
So hat man also auch da in der normalen Newtonsmechanik oft die Möglichkeit, es noch anders zu tun als in der einfachen Variante, wie ich es im Unterricht normalerweise verwende. Gut, ich hoffe, ich habe Ihnen da ein bisschen geholfen und die Motivation hinter diesen Hamilton- und Lagrange-Sachen erklärt. Ich finde, die Frage war gut und richtig und ich habe sie mir eben auch gestellt im Studium. Deshalb habe ich darauf nochmals Bezug genommen. Okay, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich werde eben jetzt noch ein kleines Video machen, wo ich mit GeoGebra Ihnen das Hamilton-Prinzip nochmals auf eine etwas andere Art zeige, bevor ich dann zu QM wechsle.